So, willkommen schon wieder zurück. Neue Woche, neue Wochenaufgaben. Ich habe eigentlich gedacht, erst nächste Woche kommen sie, aber wie ihr seht, sie sind jetzt schon da. Und natürlich werde ich alle wieder für euch machen, wie jede Woche, seitdem ich den Kanal jetzt eröffnet habe. So, kurz in eigener Sache, ihr seht unten, eine neue Zahl ist da. Was bedeutet, es fehlen jetzt insgesamt nur noch 5 Zahlen. Heißt aber auch, bei 520 Abonnenten fehlen dann nur noch 4 Zahlen. Und bei 430 Abonnenten nur noch 3. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Du unterstützt mich damit, aber auch so die ganze Community, die halt natürlich versucht, den 10-Euro-Code zu knacken. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach mal in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich nochmal erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert und natürlich auch, wer ich überhaupt bin. So, jetzt gehen wir aber erstmal schnell rein in die Runde. Wir machen das Ganze in Gruppenkeile. Die Frage ist jetzt nur, ich vermute mal, dass wir 3 verschiedene Runden machen müssen. Ich denke mal, hier reicht es wieder nicht, wenn wir einmal, jetzt sage ich jetzt mal, bei Craggy landen, dann rübergehen zu Salty und dann zu Dirty. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich denke mal echt, wir müssen 3 Runden machen. Wir werden es aber jetzt kurz mal gucken. Ich habe mal gar nicht auf der Karte geguckt. Klar, die Map ist komplett neu. Die Orte weiß ich jetzt auch noch nicht genau auswendig. Ob wir das eventuell verbinden können und so mal ausprobieren können, ob das Ganze funktioniert. Aber ich denke halt wirklich, man muss dreimal eine Runde neu starten, dass man das auch hinbekommt. So, Salty ist klar, ist hier. Greggy. Greggy ist hier oben. Und Dirty Dogs sind da. Wir könnten rein theoretisch versuchen, darüber. Und dann zu Salty. Aber da wir eh gerade hier auf der Seite sind, hole ich mir Salty direkt mit. Und ich würde sagen, wir starten dann einfach direkt eine neue Runde. Müsste eigentlich safe funktionieren. Also wenn ihr da einfach schnell 3 Runden startet, klappt das Ganze ja auch. Ich glaube echt, das ist die schnellste Variante, bevor wir da rüber gehen. Weil auch wenn es nicht so weit, ja, so weit ist es eigentlich nicht. Ja, doch, das ist da hinten, ne? Ja, das ist da, wo das Kraftwerk ist. Ne, ich würde sagen, wir landen jetzt hier einmal. Und dann gehen wir auch direkt schon wieder raus aus der Runde, weil in Gruppenkeile geht das ja. So, 1 von 3 geschafft. Gerade noch die Kiste mitholen. EP, man kennt ihn. So, dann würde ich sagen, gehen wir nämlich auch direkt wieder raus. Und so würde ich sagen, ist das die schnellste Variante. Man muss dann halt keine 3 Runden komplett durchspielen. So kommt schon eine neue Aufgabe. Und so denke ich mal, geht es eigentlich am schnellsten, würde ich behaupten. Jetzt ist halt nur die Frage, wie natürlich die nächste Route ist. Das wird sich halt dann in der nächsten Runde jetzt entscheiden. Und wie gesagt, wenn euch das zu lange dauert, wie gesagt, guckt euch immer nur den Anfang an. Ich erkläre immer kurz alles, wo man hin muss und was man machen muss. Und wenn das, euch das schon reicht, hört gerne auf. Ansonsten guckt halt weiter zu, so wie ich das halt mache. Und gut ist, ich will halt nicht für euch so ein 1-Minuten-Video machen. Macht das, macht das, macht das. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. So habe ich dann klar. Wäre ein schneller Upload. Die Klicks hätte ich dann auch sicher. Aber das ist mir in meinen Augen schon zu kurz. Also ein 2-Minuten-Video, ja, naja. Klar, ihr wollt es nur kurz und knackig haben, aber ein paar Leute wollen es ja dann doch in aller Ruhe machen. Und nicht dauernd das Video vorspulen, zurückspulen, nur um zu gucken, wo der andere hingeflogen ist. So. Jetzt ist halt wirklich die Frage, reicht es, wenn wir jetzt auch nochmal in Salty landen? Aber ganz ehrlich, ich will es auch jetzt nicht ausprobieren. Weil da steht nämlich und nicht oder. Das heißt eigentlich, wir sollen in allen 3 Orten landen. Aber ist ja kein Problem, wir können ja rübergleiten. Da habe ich nämlich nicht drauf geachtet. Also da müsst ihr halt aufpassen. Ihr könnt wahrscheinlich nicht 3-mal ins Holti landen oder so. Ihr müsst an jedem Ort einmal gewesen sein. Weil da steht halt und kein oder. Weil das ist ja eine Aufzählung. Besucher A, B und C.
Und C ist ja was anderes als besuche A, B oder C. Weil da habt ihr ja die Wahl. Aber hier gibt es, glaube ich, keine Wahl. So, und jetzt steht unten dieser Superboost nicht mehr. Fangen wir jetzt an wie bei WoW oder wie? Wenn man dann nicht eingeloggt ist quasi oder nicht in der Runde spielt, dass man dann mehr EP kriegt? Nee, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Gut, dass er die Waffe nicht gewechselt hat. Aber was das gerade war, weiß ich auch nicht. So, Match verlassen. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch Dirty Dogs. Dann haben wir nämlich alle drei Orte. Und wie ihr seht, das Video geht jetzt 6 Minuten gerade. Ich denke mal, nach 8 Minuten zieht man den Anfang ab von mir. Also in 7 Minuten hat man, denke ich mal, die Aufgabe erledigt. Bis jetzt ist alles positiv. Achso, Slurpee ist perfekt. So, gehen wir direkt in die dritte Runde. Also wie gesagt, landet bei allen drei Orten. Nicht dreimal in Salty oder dreimal in Dirty, sondern wirklich an allen drei Orten landen. So, wir gehen auch direkt wieder rein. Ja, die wollen natürlich jetzt, dass wir die Map richtig erkunden. Und dass wir wissen, genau wo ist das, wo ist das. Und da zählt auch wieder mein Tippvideo. Deckt erstmal die ganze Karte auf. Hilft definitiv. So, wunderbar. Dann haben wir nämlich die erste Aufgabe gleich schon fertig. Das meinte ich. Ich mag die Emotes, die mit Ton sind, aber wenn ich hier im Reden bin, sind die so nervig. Warum hat er eben die Waffen nicht direkt gewechselt? Jetzt macht das komischerweise. Komisch. Ganz seltsam. So, komm, ich muss direkt raus. Raus. Und dann haben wir nämlich schon die erste Aufgabe fertig. Und können direkt weitergehen zur nächsten. Wie gesagt, wenn du nichts mehr verpassen willst bei mir, einfach ein Abo da lassen. Du wirst definitiv jede Aufgabe von mir bekommen. Zwar nicht immer pünktlich, wenn sie rauskommt, aber in der Regel eigentlich schon am Tag, wo sie rauskommen. Jetzt sind es ja nicht mehr so viele. Früher waren es ja noch Prestigeaufgaben, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Zumindest noch nicht. So, wie ihr seht, Aufgabe haben wir geschafft. 14.000 EP schmeckt. Wir holen hier gerade noch ein bisschen was mit. So, das müssen wir nämlich auch noch machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus aus der Runde. Und euch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, lasst gerne einen Kommentar da. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.